Mahlzeit. Fußball-Deutschland diskutiert über die Linksverteidigerposition, ob Benedikt Höwedes da möglicherweise der Richtige oder vielleicht auch nicht der Richtige ist. Die Kieler Drittliga-Störche haben dieses Problem nicht. Die haben zwei klasse Verteidiger auf dieser Position. Einer davon ist gerade vor ein paar Tagen von der Spree an die Förde gewechselt, Patrick Kohlmann. Hat sechs Jahre hat 6 Jahre bei Union Berlin in der zweiten Liga vorher gekickt und ist natürlich Experte für Linksverteidigerposition. Da gibt es gar keinen besseren zu befragen. Patrick, du bist original Dortmunder. Dein Urteil über den Schalker Höwedes, da bin ich aber mal gespannt. Natürlich, also mir wäre es auch lieber, Erik Durm würde links hinten spielen. Ich habe es auch nicht verstanden, zum Beispiel Marcel Schmelzer, mit dem ich noch zusammengespielt habe, dass der gar nicht dabei ist. Für mich wäre es auch eine ideale Position oder für ihn gewesen und ideale Besetzung auf der Position. Aber jetzt ist es nun mal so und dann werden wir auch als Dortmunder einen Benedikt Höwedes anfeuern. So ist es richtig, so soll es sein. Toleranz selbst beim gegenüber dem größten Erzrivalen. Jetzt hast du im Kultstadion Alte Försterei in den letzten 6 Jahren dein Geld verdient. Ja. Das wird jetzt bei den Deutschlandspielen umfunktioniert zum größten Wohnzimmer Deutschlands. Jeder darf sein Sofa mitbringen, ist ein sehr lustiges Bild. Wo guckst du denn jetzt hier in Kiel, wenn Deutschland spielt oder andere Spiele? Na, leider überwiegend noch im Hotel. Also dadurch, dass ich jetzt erst anderthalb Wochen hier bin, die Vorbereitung gerade läuft, ist Wohnung bzw. Haussuche mit Familie im Moment noch ein bisschen schwierig. Gucke ich bisher immer im Ruhigen. Hätte es gerne mal im Wohnzimmer in der Alten Försterei gesehen, habe nur Positives gehört, aber naja, im Hotel ist auch ganz schön. Da können wir an dieser Stelle vielleicht ein bisschen helfen. Also liebe Makler und Vermieter, 150 Quadratmeter Meeresblick raus oder Eigentumswohnung oder Wohnung mit Dachterrasse, Hauptsache Meeresblick für 300 warm, das müsste doch unmöglich sein. Zwei Tipps muss ich dir noch abbringen. Heute Abend spielt Brasilien gegen Chile. Das ist natürlich schon wichtig, aber viel wichtiger ist Dienstag Holstein gegen St. Pauli, 19 Uhr im Holsteinstadion. Deine Tipps für diese Spiele? Ja, ich denke, heute Abend wird ein sehr enges Spiel, aber ich hoffe einfach, dass Brasilien weiterkommt, weil für so ein Turnier finde ich es immer am schönsten, wenn der Gastgeber halt so weit wie möglich kommt für die Stimmung, alles drumherum. Und ja, Dienstagabend ist für uns ein tolles Erlebnis, erstmal für mich auch im Stadion als Kieler. Und ja, ich denke, Ergebnis ist zwar zweitrangig, nur trotzdem wollen wir uns gut präsentieren und wenn es dann auch geht, ein gutes Ergebnis erreichen. Das hoffen wir in Kiel natürlich alle. In diesem Sinne, viel Spaß heute Abend bei der WM und denkt dran, auch wenn die K.O.-Runde jetzt beginnt, immer schön tranquilo bleiben.